Ja, geschätzte Damen und Herren, werte Vereine, werte Gäste, ich darf euch recht herzlich willkommen heißen zum ersten Tag unseres Marktfestes heute hier in der Schulgasse anlässlich 35 Jahre Marktgemeinde Schwadorf. Wir haben ja morgen so ein bisschen einen Festakt vorbereitet mit Radio 4/4 live und dann mit dem Musikverein und dann mit dem Höhepunkt der Wir 4 mit dem Wolfgang Ambros. Aber wir dürfen uns heute auch schon glücklich schätzen als Schwadorferinnen und Schwadorfer, dass wir heute einen Überraschungsgast bei uns haben, nämlich unseren Landesrat, den Sven Hergerwich. Lieber Sven, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Danke vielmals, dass du bei uns bist. Ich glaube, du hast dich ja bei allen vorgestellt und deine Sympathie bekundet mit Schwadorf. Und dass wir zwar Sympathie miteinander haben, das braucht wahrscheinlich eh keiner hinterfragen. Das ist natürlich eh amtlich. Ja, was feiern wir? Wir feiern 35 Jahre Marktgemeinde Schwadorf. Anfang Juli 1989 hat der Landtag beschlossen, das kleine Dörfchen Schwadorf zum Markt zu erheben. Und seitdem haben wir heute das Marktrecht und wir führen auch zwei- oder dreimal im Jahr einen Markt durch. Und wir schauen halt immer wieder, dass es ein bisschen was in Schwadorf Action gibt. Und wir haben uns gedacht, nach der ganzen Corona-Welle und nach all dem, dass wir ein bisschen von der Gemeinde ein gutes Fest veranstalten, heute mit Wiener Wahnsinn und einer guten Vorband mit Ringgespül, auch aus Niederösterreich darf ich erwähnen. Die Wiener Wahnsinn sind ja unsere guten Nachbarn aus Wien. Aber ich glaube, es ist heute so das Vorglühen für morgen. Und ich darf mich recht herzlich bei dir bedanken, lieber Sven, dass du zu uns gekommen bist. Lieber Herr Vizebürgermeister, kommst du auch zu uns? Denn wir haben heute eine wichtige Rolle. Lieber Sven, wir haben geübt, der Vizebürgermeister und ich haben geübt, wer trifft besser deinen rechten Daumennagel? Was du traust, dann bist du dabei. Nein, Schmäh beiseite. Natürlich wirst du den Bierstich machen, wir werden dir assistieren und werden schauen, dass wir das Bier auffassen. Und ja, weil man einen Landesrat da hat, dann brauche ich nicht viel reden, oder, lieber Herr Vizebürgermeister, sondern dann gehört das Mikro dir und den Grußworten, lieber Sven, bitte sehr. Danke, lieber Jürgen, liebe Schwadorferinnen, liebe Schwadorfer, herzlich willkommen zum heutigen Fest. Ich freue mich sehr, dass ich mit euch den 35. Geburtstag feiern darf. Ich selber habe ihn vor wenigen Monaten gefeiert. Ich weiß also, wie es sich anfühlt. Es ist eine tolle Gelegenheit, heute gemeinsam miteinander zu feiern. Ich wünsche euch, uns allen, ein wunderschönes gemeinsames Fest und ich freue mich jetzt auf den Bieranstich. Vielen, vielen Dank auf ein tolles Fest, auf eine tolle Feier. Alles, alles Gute. Eins. Blauer Himmel, Bongo-Time, Sommer, Sonne, Sonnenschein, willst du meine Sonne sein? Ola, ole. Hier auf der Bühne die Kultband aus Donaustadt, die Wiener Wahnsinn! Nur für euch sind wir so gut. Für euch da ziehen wir den Hut. Thank you.
Der Flughafen selber feiert heuer auch ein Jubiläum, nämlich auch 70 Jahre. Auch das ist eine schöne runde Zahl. Was macht denn den Flughafen im Jahr 2024 aus? Ja, ich glaube, wir sind ein sehr, sehr erfolgreiches Team mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Flughafens, aber natürlich auch mit unseren Partnern, den Airlines, allen voran die Austrian Airlines. Wir werden heuer über 30 Millionen Passagiere haben. Wenn es gut läuft, so in Richtung 31 Millionen. Das ist fast so viel wie vor Corona. Wir werden also, glaube ich, ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr haben und letztendlich profitiert davon auch immer die Region, weil das natürlich auch bedeutet, dass es viele gute Arbeitsplätze gibt und auch viele gut bezahlte Arbeitsplätze in der Region. Alles klar, dann macht Reisen noch mehr Spaß. Vielen herzlichen Dank dem Direktor des Flughafens Wien Schwechat. Danke, Julian Jäger. Dankeschön. Danke sehr. Alles Gute. Ich sage einmal ein recht herzliches Dankeschön an Radio Niederösterreich, liebe Birgit. Ein Kompliment an dich. Danke vielmals, liebe, an einen kräftigen Applaus an unsere Moderatorin, die Birgit Perl. Ich darf mich wirklich bei allen bedanken und bei allen Vereinen, bei allen, die heute für unsere Versorgung hier wirklich toll alle Gas geben. Sei es die Höllenteufel, da sind der Sportverein, die Feuerwehr, das Gasthof Wehofer, das Café Salotto. Vielen lieben Dank, dass ihr uns hier gemeinsam helft, dass wir als Gemeinde, als kleine Gemeinde hier das zusammenbringen. Nämlich, was bringen wir zusammen? Wir haben nämlich zusammengebracht, eine der besten Bands von Österreich hier heute herzubringen. Wir haben schon einmal da gehabt, wir vier alleine. Irgendwann einmal in einem Zirkuszelt waren die da und haben gespielt. Super und hervorragend. Aber heute haben wir noch eins draufgesetzt, nämlich wir haben uns erlaubt, wir vier plus eins einzuladen. Und sie sind alle da. Wir vier plus eins. Und ich darf sagen, sie sind startklar und sie sind startbereit. Und jetzt kommen wir mit einem ersten Applaus. Ich steh in der Mitte, die Weiber sitzen oder stehen, alle haben das Fahne auch, und sicher nicht nur in der Dreieck, das haben sie den ganzen Tag. Im Wirtschaftstrieb wie immer haben wir was von uns erzählt. Wer ist so recht, wer ist so gut, er kennt die ganze Welt. In Wirklichkeit ist er ein Sabbat, hofft die Stadt auf dauernd fest. Das letzte Mal in Meereon, nein, den Bock hab nicht. Zwingst nicht, geht meine Frau. Es gibt nicht Busse, wo sind wir da? Zwingst mich, ganz wurscht wohin.